Hallihallo, Hallöchen und recht herzlich willkommen zurück in einem neuen Video oder zu einem neuen Video. Hier wieder mal ein Let's Play von OMSI 2, der Omnibus Simulator. Ich habe wieder mal einen C2 gewählt, der ersten Generationen, Baujahr ca. 2013. Und wir fahren hier im Ruhrgebiet mal die Linie 908. Jetzt muss ich hier mal den Bus aufsetzen. So, wir haben auch gleich Abfahrt. Ich habe nicht mehr sehr lange Zeit. 54341 ist die Personalnummer, dann die 1506 der PIN. Dann die Dienstnummer habe ich erhalten, die 200673. Umlauf, keine Ahnung, 908 wird das wahrscheinlich sein. Und das ist hier genau in 5 Minuten ist schon Abfahrt. Also wie gesagt, nicht mehr sehr lange Zeit. Ja, etwas mehr als 4 Minuten. Und das ist hier die Linie quasi oder die Fahrt hier am Stärkerade Bahnhof. Perron 7 müssen wir starten um 19.15 Uhr. Dann natürlich da über die entsprechenden Wege und so weiter. Und Martena Straße wird dann um 19.51 Uhr das Ziel sein. Also das heißt, ja, ein bisschen mehr als eine halbstündige Autofahrt, wollte ich gerade sagen. Busfahrt, je nach Verkehr, je nach Ampel, sage ich immer wieder. Also von daher ist es, glaube ich, auszuhalten. So. Schon mal Motor starten, dass wir da schon ein bisschen Druckluft und alles aufbauen können. Wie gesagt, ein Mercedes Citaro C2, also ein C2 vom Baujahr etwa 2013, 12 oder 13. Die Void-Version habe ich wieder mal gewählt, weil der andere bei mir nicht funktioniert. Da stürzt das Spiel ab. Gut, also ihr seht, es ist nicht der ganz neue C2, sondern halt die erste Generationen. Ich habe den wieder mal gewählt, weil der muss auch wieder mal gefahren werden und damit man den auch immer wieder ein bisschen gewöhnt. So, die Kasse noch einschieben und wir haben hier, ach so, da muss ich noch schnell schauen, dass ich da Fahrscheinverkauf ausgestellt habe, das ist okay. So. Mal Türe zu. Hilfspfeile brauche ich hier tatsächlich für diese Fahrt. Jetzt muss ich gerade mal schauen, wo ich da überhaupt hinfahren muss. 908. Was haben wir gesagt? Um 7, glaube ich. Platz 7 muss ich hinfahren. Das ist übrigens das erste Mal, wo ich diese Linie tatsächlich auch fahre. Ich habe keine Ahnung, wo ich da lande letztendlich. Linie 908. Ah, hier, da ist auch der Start. Alles gut, da fahren wir doch schon mal zur Haltestelle. Ein bisschen Licht an, auch im Fahrgastraum. Diese typische Blinkergeräusche, also nicht ein Klick-Klack, sondern diese Sound, akustische Soundgeber. Hä? Wir haben noch 2 Minütchen. Hallo. Hallo. So. Also, so nochmal. Hallo. Guten Abend. Hallo. So, also sieht der Bus aus hier. Repaint schaue ich manchmal nicht so wirklich, ob es jetzt wirklich zur Stadt passt oder nicht. Ich mag
rot-weiße Busse. Warum, wenn man mich ein bisschen kennt, meinen Kanal verfolgt und so weiter, der weiß warum rot-weiß. Aber auch ansonsten, ja, finde ich das einfach cool. Diese Abwechslung. Ich hasse unifarbige Busse. Also zum Beispiel alles nur weiß oder alles blau oder alles gelb. Es sollte so ein bisschen Linien drin haben oder eben auch Punkte. Das ist klar in meinem Fall. Aber ja, so also schaut das Ganze aus. Guten Tag, hallo, alles zufrieden hier hinten auch. Schöner Fußboden übrigens. He? Sieht schön aus wie im Wohnzimmer. So, also, wir haben 19.14, noch Pause Kündchen und dann bekomme ich wahrscheinlich schon die Meldung zur Abfahrt, damit wir dann letztendlich auch pünktlich ankommen können. So soll es sein. Hier sieht man Wagennummer, bitte nicht sprechen mit dem Fahrer, wenn er fährt, das ist alles ganz normal. 103 Stehplätze, 37 Sitzplätze und ein Rollstuhl plus natürlich Fahrer, das ist klar. Bedienung kennt man ja schon, vielleicht werde ich dann während der Fahrt ein bisschen etwas darüber erzählen, je nachdem was kommt. Wir können mal schon Motor starten. So, Meldung bekomme ich nicht, es gibt Busse oder Kassen, da bekomme ich die Meldung, bitte jetzt abfahren. Das ist hier nicht der Fall, aber wir müssen halt hier auf die Uhr schauen. Dann sieht man oben Duisburg, also da muss ich diese Spur nehmen. Wie gesagt, keine Ahnung, ob die Linie funktioniert, wo ich da hinkomme, wo ich durchfahre. Ich habe auf meinem Plan geschaut, also ein Gelenkbus ist für diese Linie eingeplant. Das ist schon mal okay, also von daher Straßenbreite, kurvige Sachen und so weiter sollte okay sein. Aber mehr weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wo ich da hingelange. So, wenn natürlich die Ampeln nie grün werden, da wird es natürlich dann auch nichts mit der Pünktlichkeit. He? Und ich denke mal, Abendessen heute Abend kann ich schon mal vergessen, wenn das so weitergeht. Ich habe dann auch gleich Dienstschluss übrigens. Da wird ein anderer hier den Bus übernehmen und ich darf nach Hause gehen. Sollte es dann mal hier auch wirklich grün werden für mich, das ist natürlich die Voraussetzung. Ja, so ist doch schön und brav. So. Relativ viel Verkehr hier. Wahrscheinlich habe ich da gerade den Abendverkehr, Berufsverkehr erwischt. Da muss ich auch da nach links. Ich habe noch grün. Ach so, das ist wahrscheinlich so eine Art Schleife hier. Hä? Gehe ich mal davon aus, um den Bahnhof zu überqueren, weil ich ja nicht über die Bahngleise fahren kann. Da kommt auch schon ein Kollege mit der Linie 108, ein alter M1-Bus, Gelenkbus hat er. Und ich darf da ein bisschen komfortreicher mit einem C2 unterwegs sein, das ist auch immer schön. So. Ja gut, das mit den Kurven habe ich vorhin schon ein bisschen zu früh gerühmt. Muss man natürlich hier als Busfahrer immer ein bisschen vorausschauend überlegen, was man jetzt tut. Das ist sehr wichtig. Es gibt ja immer wieder Idioten, also von Beidseiten her, von Bussen und auch natürlich Autos. Die checken nicht, aber ein großer Bus ist, dass man da vielleicht mal ein bisschen Rücksicht nehmen sollte. Die fahren einfach in die Kurve oder in die Kreuzung rein. Das ist denen zu Deutsch scheißegal. Hallo? Guten Abend. So,
Ach so, Haltestellen werden auch nicht weitergegeben. Preußenstraße. Machen wir das halt manuell. Hessenstraße. Duisburg. Okay. Ich habe schon gedacht, ich will jetzt über die Straße. Die 908 fahren wir, wie gesagt. Die Dame, herzlich willkommen, hallo. Sag mal. Okay, bei dem Bus kann ich sogar fahren, wenn Türe auf ist, habe ich gerade gemerkt. Ja? Und Türe auf ist nicht gleich Haltestellenbremse einaktiviert, sage ich jetzt mal. Muss man sich oft ein bisschen reingewöhnen, das ist so. Also das wird wahrscheinlich ein, zweimal passieren, dass ich vergesse zu bremsen, weil man es gewohnt ist, sobald mal eine Türe öffnet, dass da auch die Haltestellenbremse aktiviert wird und der Bus einfach still hat. Ist hier nicht der Fall. Weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich bei den Modellen so ist, ob da ein Fehler gemacht wurde bei der Programmierung oder ob das tatsächlich bewusst so ist, vielleicht von dieser Stadt, wo der Bus als Vorbild quasi gebaut wurde. Das ist natürlich auch noch zu wissen, also nicht der gleiche Bus fährt überall gleich. Also ja, von der Steuerung, von der Bedienung her. Es gibt natürlich gleiche Busse in gewissen Städten, die haben alle Türen manuell gesteuert. Andere haben vielleicht nur die vorderste gesteuert, andere sind Bedienung von Fahrgästen. Andere haben wie bei dem zum Beispiel die hinterste Tür nur von Fahrgästen gesteuert. Also von daher ganz unterschiedliche Sachen, obwohl der Bus gleich ist, also das gleiche Modell. Aber das kommt dann natürlich auf die Verkehrsbetriebe drauf an, wie die das gerne haben. Ob es dann noch regional fährt oder eher in der Stadt. Sicher auch da noch Unterschiede. Buschhausen Mitte. Buschhausen Mitte. So. Pfaffnerstraße. Habe ich jetzt da irgendwie eine Haltelinie oder eine Haltestelle verpasst? Hallo. Hessenstraße. Ah, ich bin schon zu weit hier mit meinem Buschhausen mit Hessenstraße. Okay, also habe ich wohl einmal zu früh gedrückt vorhin oder zu viel? Ey! Typisch Taxifahrer, he? Ohne jemanden zu beleidigen, aber es sind oft schon so gewisse Gruppen, die da irgendwie meinen, sie seien irgendwie allein auf den Straßen. Also ich spreche jetzt nicht nur von OMSI, sondern auch aus der Realitätswelt. He? Buschhausen Mitte. Jetzt kommt Buschhausen Mitte wahrscheinlich. So, wir haben immer noch grün. Aha, Achtung, ja. Wie sieht es zeitlich aus? Ja, ein bisschen Verspätung, aber das ist nicht so schlimm, da holt man je nachdem wieder ein. Pfaffnerstraße.
die Fafnerstraße. Wird da viel gefafft oder was? Ah, Fafner mit F, okay. Morgen. Ach so, es ist Abend. Der Bus lässt sich übrigens auch sehr schön fahren. Das ist ja auch so ein, ja, wie sagt man mal, ein Kritikpunkt oder ein Auswahlpunkt. Wenn ich da die Wolframstraße, die Busse auswähle jeweils. Hallo. Auch schön bei dem Bus, wenn eine gewisse Anzahl Leute drin sitzen. Dann haben wir das akustische Signal oder ein akustischer Ton, als ob sich da Personen unterhalten würden. Das ist auch irgendwie cool, so zu fahren, macht das Ganze auch ein bisschen realistischer. Bennostraße. Ja, okay, da geht's dann nach rechts in die Matenerstraße oder wie das auch heißt. Auch hier wieder immer vorausschauen. Gucken, ob einer kommt von der anderen Seite, sei es ein Bus oder auch ein Auto, weil wir müssen ja ausholen. Wir sind 18 Meter lang, Leute. Da fährt man nicht einfach so mal um die Kurve wie in einem PKW. Die Bennostraße. Achtung, Radfahrer. Hä? Fiskusfriedhof. Schönen guten Tag, Herr Bus. Guten Tag, Frau Busgästin. Hä? Nicht ganz, oder? Hey, und du? Solche Idioten, Mann. Zum Glück sind wir bei OMSI, ja, da kann nichts passieren. Auch wenn man sich da ein paar Mal nervt, trotzdem, ob es jetzt Simulation, Salzmannstraße, Simulation oder echt ist. Matenerstraße und da kommt die Salzmannstraße. Oh, natürlich mit Baustelle, Mann. Komm schon, ich habe Zeit. Ich habe Zeit, Leute. Aber sag mal. Du hast jetzt rot, Madame. So. Jetzt muss ich da schauen, dass ich da nicht die Pfosten umhaue und hinten trotzdem rumkomme.
Gelernt ist gelernt, hm? So. Oma mit Tochter oder beziehungsweise Oma mit Enkelin. Und weiter geht die Straßen oder die Fahrt hier auf der Linie 908 im Ruhrgebiet. Ach so, ich habe glaube ich die Stadt gar nicht gemerkt. Das ist übrigens das Ruhrgebiet hier. Die Karte oder beziehungsweise die Map. Heute sagt man ja nicht mehr Karte, das ist ja unschön, das ist ja nicht modern, das ist eine Map. Albert Einstein Straße. Albert. Der Albertli, Albert. Oh, das wird eng, das wird eng. Hoppala. Ja, ja, ich weiß, Knickschuss, Schnuschutz. Schönen guten Tag. Hallo, Busfahrer. Hallo. So, Albert-Einstein-Straße war das. Hm? Ruprechtstraße. Die Ruprechtstraße. Knecht Ruprecht. Kollege, auch wieder gleiche Linie. Mal ein bisschen Gutzi geben da. Können vielleicht ein bisschen Zeit aufholen. Hallo. Abend. Abend. So. Übrigens, es ist wieder mal Zeit für ein Video, weil ich habe da etwas zu berichten. Und ja, ich sage jetzt mal so, ich frage mal so einfach in die Runde für jene, die auch meine Videos schauen. Kennt ihr das? Ihr habt einen Kollegen, wobei ich weiß nicht, wie lange ich ihn noch als Kollegen bezeichnen werde. Immer nur verlangen, verlangen, verlangen. In der Schweiz sagen wir da, ging nur mehr Höschen. Also das heißt immer nur, ja, gierig sein und so weiter und so fort. Dieser eine, ich nenne ihn jetzt mal noch Kollege, der Idiot, kaum habe ich ein Video hochgeladen. Wann kommt das nächste? Wann kommt das nächste? Kannst du nicht ein bisschen mehr Videos machen? Bla bla bla. Du hast ja sonst nicht viel. Hey, ich sage jetzt mal etwas. Nein, ich sage nichts weiter. Ich denke, er ist jetzt in dem Moment ist er wieder am Handy. Schreibt mir gerade, hey, warum hast du mich wieder erwähnt? Und wenn das nicht genügt, beim nächsten Video werde ich ihn wieder mit, nein, nicht mit Vor- und Nachname, sondern mit den Initialen des Namens erwähnen. Wenn das Barbarastraße. Die Barbarastraße. Wenn das so weitergeht. Also er fordert mich wieder raus, dass ich da wieder entweder seine Initialen einblende oder diese auch laut sage am Mikrofon. Also. Was wollte ich eigentlich damit sagen? Nix, eigentlich nix. Aber ich wollte ihn wieder mal ein bisschen, ja, wie sagt man dem? Ein bisschen, musste gerade schnell schauen, da, dass ich den Baum nicht erwische.
ja, einfach mal ein bisschen fuchsen wieder. Weil der, ich sag's mal so, ein lieber Kerl, ich mag ihn manchmal, wenn ich ihn nicht sehe und nichts zu tun habe mit ihm. Aber ansonsten einfach, wie gesagt, nur hüschen auf Deutsch oder auf Sensler-Deutsch. Nur hüschen ging, nur ging hüschen und nichts geben. Nee, nee. Für jene, die sich jetzt fragen, was das sollte, diese kleine Anekdote oder wie man dem auch sagt jetzt, diese Ansprache, vergesst es einfach, es ist ein Insider. Er wird wahrscheinlich jetzt reagieren spätestens und eine WhatsApp schreiben oder ein Snapchat, je nachdem, oder wieder Snapshot, keine Ahnung, wie man dem sagt. So, Thema beenden, weiter geht's hier auf der Linie. Görlingstraße. Die Görlingstraße. Und wer kommt da? Wer haben wir da? Achtung, und er kommt hier. Guten Tag. Hallo. Norbertuskirche. Zeit haben wir wieder ein bisschen eingeholt. He? Das sieht eigentlich relativ gut aus. Trotz der Baustelle natürlich. Hallo. Ach so, ich wollte schon links abbiegen, aber da ist ja noch eine Haltestelle. Hallo. Kampfstraße, Umsteigemöglichkeit in die Stadtbahn Linie 901. Okay, niemand steigt mehr raus, dann fahre ich. Ein bisschen Wasser trinken, nicht? Sie haben es lustig da hinten, das ist die Hauptsache. Corona! Auch wieder 908, seht ihr? Relativ viele Busse eigentlich auf dieser Linie. Ah oh nein, das ist... Lessingstraße.
Die Lessingstraße. Oh, das könnte eng werden. Sorry, bin ein bisschen schräg, geht leider nicht anders. Mal ein bisschen Außenaufnahme. Scheiße. Bin ich da richtig? Mann, bin ich doof. Ich bin zu früh abgebogen. Hilfe. Okay. Jetzt bitte wegschauen. Jetzt einfach wegschauen. Diesen Teil des Videos ist nicht vorhanden. Ach, dieser verdammte Knickschutz. Entschuldigung für die Sprache, aber... Wie gesagt, Autos Verkehr im Moment nicht beachten. Der Teil ist rein theoretisch nicht im Video. Hä? Nee, nicht schon wieder. Komm schon. Nur ein kleines bisschen, so. Bisschen Randstein, passt schon, kein Problem. So. So, jetzt könnt ihr wieder gucken. Tja, das kann passieren, sollte aber nicht. Sieht doch schon besser aus, oder? Ich gehe mal wieder rein, ist ein bisschen leiser. Drei Minuten Verspätung, kein Wunder. Hamborn Rathaus. Umsteigemöglichkeit in die Stadtbahnlinie 903. Ach so. Thank you.
Wir haben es übrigens bald schon geschafft, hä? Ja. Bald, ganz bald. Bin ich da Buslinie? Ach du meine Güte. Boah, fährst du Scheiße. Ja, hätte ich anders eingespurt, wäre es auch gegangen. Entschuldigung. Erste Fahrt auf dieser Linie, nächstes Mal wird's besser. Ja, hallo! Aber grundsätzlich bin ich eigentlich schon richtig gefahren, oder? Eigentlich schon, aber das nächste Mal fahre ich hier ein bisschen mehr rechts, also ich werde auf dieser Spur hier bleiben, dann komme ich hier, gehe ich da rechts und dann werde ich diese Kurve auch erwischen. Aber eben, wie gesagt, das erste Mal ist immer das erste Mal. So, aus Fehler lernt man, das war schon immer so. Hat halt ein bisschen geschüttelt, die haben wieder ein bisschen das Maul aufgerissen da hinten, aber was soll's? Ist das jetzt auch eine Haltestelle offiziell hier oder ist das... Nö, nicht für mich wahrscheinlich. Altmarkt. Altmarkt, ja genau. Die wollen alle raus, ich kann's verstehen. Danke fürs Warten. Sehr, sehr rücksichtsvoll. Guten Abend. Guten Abend, hallo. St. Johannes Hospital. Hospital. St. Johannes. Ja, noch diese und dann noch drei oder beziehungsweise noch zwei Haltestellen. Und dann ist die letzte auch schon unser Ziel, unsere Endhaltestelle. So schnell kann es gehen. Oh, okay, ach so. Ich habe gerade gedacht, hä, was ist das denn? Okay. Ich habe schon mal gesagt, glaube ich, in dem Video, gekonnt ist gekonnt. Für jene, die jetzt da staunen, wow, der hat diese Kurve so genommen. Ey, gelernt ist gelernt. Es ist halt einfach so. Auf Wiedergückel, Ikea. Haha, Ikea. Wo ist Ikea? Ich brauche noch einige Möbel. Nee, brauche ich nicht. War jetzt einfach nur so. Ja, klar. Hast auch Blinker oder was? Mann. Ich hätte auch einfach geradeaus durchfahren können, oder? Hätte man auch gekonnt, aber
Oh gut, das war ein bisschen weniger gut diesmal. Lobe den Tag nie vor dem Abend. Ja? Halbeisen. Wie? Halbeisen? Dann fahren wir eben zu dieser Halbeisen. Wobei, das sollte eigentlich gehen. Seien Sie da mal bitte vorsichtiger, Busfahrer. Ja, Entschuldigung. Ich biete es immer wieder an, wir können gerne mal Plätze tauschen. Und dann werden wir sehen, wer da vorsichtiger ist oder nicht. Halbeisen. Was ist der Unterschied zwischen Halbeisen und Ganzeisen? Halbeisen ist Aluminium. Nein, Quatsch. Nein, 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 vergiss es. Es war einfach jetzt nur so ein Stammtischspruch, sage ich jetzt mal. Thyssen-Verwaltung oder Thyssen-Verwaltung? Thyssen-Verwaltung. Ah, ach so, ich habe ja grün, Leute. Ich habe ja grün. Warum fährst du nicht? Ich wollte rosarot. Ach so. Ja, wir neigen uns langsam dem Ende zu. Eine spannende Linie, ganz ehrlich, eine schöne, spannende Linie. Abwechslungsreich, auch mit Baustelle und so weiter. Einige enge Stellen, wo man da ein bisschen herausgefordert wird, aber grundsätzlich eigentlich gut zu fahren. So ist es zumindest meine Meinung. Werde ich bestimmt noch länger fahren und... ach so, das ist schon die Wattenstraße. Nee. Hä? Ach so, ja. Okay. Matenastraße, Ankunft. Ja, ja gut. Hier zwei Orte ein bisschen zu spät, aber grundsätzlich okay. Hä, aber habe ich dann... Preußenstraße. Warum jetzt Preußenstraße noch? Hier ist niemand mehr. Nö. Wollt ihr mal echter Zitarra-Sound hören, Leute? Achtung! So geil. Und weil es so schön war, fahren wir jetzt gerade mal ein paar Meter damit. Verkehr und Ampeln, Autos, jetzt bitte nicht beachten, einfach die Fahrt genießen. Wenn ich noch einen Gang einlege, fährt er dann sicher auch schon los.
So. Also, mit diesem Bild, das ist zwar jetzt nicht so realistisch, ich habe jetzt einfach mal noch so ein bisschen Motorsound gefahren quasi. Mit diesem Bild beende ich dieses Video und auch diese Folge, diese Fahrt natürlich, diese Linie 908, wo wir da gefahren sind. Und jetzt geht es eigentlich wieder retour zur Steckrader Bahnhof natürlich, da wo wir einst gestartet sind vor langer, langer Zeit. Und für euch geht es jetzt ins Bett oder auf die Arbeit, je nachdem, wann ihr das Video fertig geschaut oder überhaupt geschaut habt. Und ich wünsche euch alles Gute. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Und ich sage nur, bis zum nächsten Mal. Neues von Pascal. Dankeschön und tschüss.